Hi Leute, jetzt wieder mal ein neues Update zu Halo 4. Wir haben wieder ein paar Informationen angestaut, weil wir nicht so oft hochladen können. Also damit müssen wir halt ein bisschen zurechtkommen, aber naja, dafür kriegt ihr jetzt halt ein bisschen mehr. Erstmal, vom 24. bis zum 26. Januar wird dann eine Spielzeugmesse stattfinden, die heißt Toy Fair. Und da werden dann Spielzeuge für Halo 4 vorgestellt. Das hatten wir auch schon bei Reach und bei Halo 3 mit verschiedenen Sets oder sowas. Und es wurde halt schon offiziell bestätigt. Und da werden dann unter anderem zum Beispiel der Warthog gezeigt. Und wir gehen auch mal davon aus, dass man den Chief dann sehen wird. Wir erwarten zwar davor noch einen Trailer oder irgendwas, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie die ersten Infos zu Halo 4 durch irgendwelche Spielzeuge sozusagen veröffentlichen werden. Also welche Charaktere da dabei sind oder so. Wenn es der Fall sein sollte, dann wäre es aber auf jeden Fall ziemlich interessant, weil wir dann wahrscheinlich sehen könnten, ob da jetzt zum Beispiel Marines dabei sind, ob da irgendwelche Eliten dabei sind oder so, vielleicht sogar irgendwelche Blutsväter. Dann haben wir hier noch zwei neue Screenshots. Oder was heißt neu? Die sind eigentlich auch schon relativ alt. Die wurden schon in dem Concept Art Trailer gezeigt. Nur jetzt sind sie eben wieder größer. Das hatten wir auch schon mal bei dem Primordium Cover. Hier auf dem ersten kann man jetzt ganz gut sehen, dieses eine Schiff hier in der Mitte wird wahrscheinlich von einem Wächter irgendwie angegriffen oder irgendwie abgesucht, oben rechts hier. Zumindest sieht es so aus, als würde das Schiff mit dem Laser beschießen oder irgendwie mit dem Licht, was auch immer, markieren, absuchen, keine Ahnung. Also dadurch ist ja praktisch schon bestätigt halt, dass wir die UNSC wiedersehen werden, wegen den ganzen Raumschiffen. Da sind ja auch Pelicans hier wieder rechts, das hatten wir auch schon öfters. Das ist schon mal klar. Dann das zweite Bild hier ist auch im Prinzip einfach nur ein bisschen größer oder so. Ich weiß gar nicht genau, ob da jetzt was verändert wurde, aber wenn, dann ist nichts allzu Wichtiges. Man sieht einfach wieder höchstwahrscheinlich den Chief, wie er vor irgendeinem abgestürzten Schiff steht und drauf guckt. Naja, nichts wirklich Neues, was man hier eigentlich sagen könnte. Dann haben wir was Wichtiges zur Story ein bisschen herausgefunden. Halt, im Internet habe ich nämlich einen interessanten Forum-Eintrag gefunden von einem Typ. Der hat halt die Bücher durchgelesen, Primordium und Glasslands, und dann hat er sich überlegt, wie könnte Halo 4 eben anfangen, weil die Bücher gehen ja direkt in Halo 4 über. Und zwar habe ich hier diese Möchtegern-Zeichnung quasi erstellt, die es euch ein bisschen erklären soll. Und zwar, der Chief ist ja immer noch in der Forward Unto Dawn, also das könnt ihr ja hier rechts sehen, dieses FUD. Und ist im Prinzip in der Kryo-Röhre und wartet halt darauf, dass Cortanas Signal gefunden wird. Die Erde hat währenddessen dieses Portal wieder geöffnet, das wir in Halo 3 schon mal betreten haben, und hat Wissenschaftler vom militärischen Nachrichtendienst auf die Arche geschickt. Die existiert nämlich immer noch, die wurde nur beschädigt, als wir in Halo 3 die Ringe gezündet haben, oder den Ring besser gesagt, ist aber eigentlich noch größtenteils intakt. Und die Wissenschaftler, die da hingeschickt wurden, haben die ganzen Terminals gelesen, konnte man ja in Halo 3 auch machen, und haben ein bisschen über den Didact und die Bibliothekarin und so gelernt. Und dann hat sie das Signal von Cortana halt erreicht, also der Notruf, haben sie gemerkt, haben die Erde angefunkt, und die Erde hat dann die Infinity auch durch dieses Portal geschickt, höchstwahrscheinlich halt, weil es einfach eine viel zu große Strecke wäre, von der Erde bis zur Forward Unto Dawn hinzufliegen. Deswegen einfach quasi als Abkürzung genutzt, wie man hier sehen kann, der erste Schritt quasi. Die Infinity hat dann wahrscheinlich den Chief aus dem Schiff einfach geholt, und das wird dann auch erklären, woher man den neuen Anzug kriegt. Ich bin mir nicht sicher, ob es so verlaufen wird, ist ja nicht bestätigt oder so, ist nur eine Vermutung. Aber es wird halt eigentlich Sinn machen, und dann könnte man ja auch vielleicht sogar wieder das alte Team von John treffen, also Linda, Kelly und Fred. Und es wird dann auch Sinn wiederum für den Koop machen, weil man dann ja eben das Spartan-Team von John nachspielen könnte, zu viert eben. So, was haben wir noch? Ein Bild von einem Precursor, oder es ist auch wieder nicht bestätigt, wurde in irgendeinem Forum oder sowas gemacht. Aber es kommt dem schon ziemlich nah, der ganzen Beschreibung halt mit vier Armen etc. Bildet euch eure eigene Meinung, ob ihr euch das so vorstellen könnt oder nicht. Der Text da ist unwichtig, da steht nur irgendwas mit Error, bla bla bla. Ja, ansonsten, wir haben uns natürlich wieder die Beiträge von euch durchgelesen, was ihr drunter geschrieben habt. Da wurde auch geschrieben, dass das Spiel angeblich am 12.12.2012 rauskommen soll. Es ist noch gar nichts bestätigt, verlasst euch da bitte nicht drauf, auch nicht auf irgendwelche komischen Foreneinträge oder von irgendwelchen Seiten.
Es sei denn, es wird jetzt irgendwie von sowas wie Game Informer oder sowas bestätigt, weil die haben ja alles Mögliche voll exklusiv halt. Also verlasst euch nicht auf kleinere Seiten oder irgendwas. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass 343 das eben dann releasen wird. Wir warten da lieber nochmal ein bisschen, bevor wir irgendwas dazu sagen. Dann ist heute zumindest der 17.01. bei uns. Ich weiß nicht, wann Jeff das jetzt hochlädt, aber naja. Zumindest können wir euch dann einen neuen Trailer bringen, falls einer jetzt eben released werden sollte. Es könnte noch sein, zumindest jetzt ist bei uns 21 Uhr. An der Westküste halt von Amerika ist jetzt irgendwie was mit, keine Ahnung, 12 oder so, wenn ich das jetzt richtig da rausgesucht habe. Das heißt, die Chancen stehen noch gut auf dem Trailer. Auf jeden Fall, ihr werdet es ja natürlich sofort sehen. Wir werden auch sofort eine Analyse dazu raushauen, sobald ein neuer dann eben gebracht wird. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich würde es ein bisschen komisch finden, wenn die ersten Sachen, die wir von Halo 4 so richtig sehen, eben Spielzeuge wären. Das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Dann habe ich nämlich auch noch einen Fehler in einer vergangenen Episode gemacht, als wir nämlich die Rüstung vom Chief aufgezählt haben. Und alles Mögliche. Da bin ich mit den Zahlen ein bisschen durcheinander gekommen. Das tut mir echt leid. Und zwar, ich habe es einfach immer um eine Zahl verschoben. Und ich habe auch gesagt, dass auf der Infinity Spartan 5er wären. Und zwar sind es Spartan 4er gewesen. Also tut mir leid, aber ist jetzt noch nicht allzu wichtig irgendwie. Wir haben das ja dann noch korrigiert ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, das war's jetzt erstmal von der Episode. Sobald wir einen neuen Trailer oder sowas in die Hände kriegen, könnt ihr was dazu erwarten. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert uns oder sucht auch mal einfach auf Facebook nach Jim Raid Studio. Danke für eure Zeit, macht's gut, ciao.